Eingediegene Satoru und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Origin. Ja, ihr habt, wie gesagt, und ich habe mich jetzt, okay, was für eine Leistung. In der zweiten Folge habe ich mich an mein Wort gehalten. Ich habe kaum was verpasst, ich habe nur kurz mal ein bisschen durchs Menü durchgezappt, ein paar Einstellungen durchgecheckt, ein paar Infos durchgelesen, bla bla bla, und bin jetzt einfach von hier hinten nach daher hingelaufen. Und ja, meine Quest ist eben Aufrüsten, nennt sich die. Jetzt muss ich aber auch eben was sammeln oder so irgendwie. Nehmen wir einfach mal die. Theremun. Er würde nicht aufgeben. Okay. Die Quelle in der Amanai-Höhle. Dann werden wir die verfolgen. Da muss ich muss eben was bekommen. Muss wieder hier, um sich besser auszusehen. Okay. Ja. Hauptquest ist eben das hier, ja. Und wie ich jetzt eben merke anhand dieses schön farblich markierten Geschichte, eben hier steht dabei empfohlene Stufe 5, die ist rot hinterlegt. Logischerweise, weil ich Stufe 2 bin, ja. Somit muss ich jetzt hier andere Nebenquests machen. Da weiche ich jetzt zwei von meiner Sache ab, die ich im anderen Video erwähnt habe. Aber ich will ja solche Anfangsgeschichten euch ja trotzdem zeigen und euch da mitnehmen. Ja, dann machen wir einfach mal das. Familienzusammenführung, ist ja wurscht. Ich kenne sie. Ich sehe mal nach. Aha, dann muss ich jetzt hier. Zeigt den ungefähr Anästhesie. Okay, erreiche das Gebiet. Genau, das habe ich jetzt auch schon gemerkt mit RT. Ich kann diese Sprache auch. Okay, das ist wieder. Es ist typisch Assassin's Creed. Ich muss ein bisschen lachen, weil es jedes Mal das gleiche ist. Dein. Ja, was heißt das? Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, aber ich habe da irgendwie gerade schon so einen Flashback-Moment gehabt. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Das ist ja ein bisschen das Fiese an Assassin's Creed Origin, muss man dazu sagen. Wieso ist denn die Scheiße zu laut hier? Was ist da los? Die haben ja nämlich bewusst. Alter, ich habe schon runtergedreht auf 20, wollte mich verarschen. Die haben bewusst eben eine Minimap weggelassen. Ah, für solche Entdeckungen. Halt! Ach so. Was soll ich euch denn sagen? Ah. Wow. Okay, wo bin ich stehen geblieben? Genau. Die haben ja. Halt, bleib stehen! Was willst du denn? Wichser bin ich keiner, aber danke für die Nachfrage. Alles klar. Die haben bewusst eben so eine Minimap weggelassen. Damit der Spieler wieder mehr. Oha. Kann er das auch runterspringen? Ja, ich wollte gerade sagen, es macht halt keinen Sinn, wenn. Aber okay. Bewusst eben eine Minimap rausgelassen, damit sich der Spieler. Oh. Drücke. Ah! Damit sich der Spieler eben mehr auf die Spielerwelt konzentriert. Kann ich jetzt mal meinen Satz beenden? Danke. Das ist ein komischer Sound. Ja, wie jetzt? Dann habe ich jetzt hier. Hä? Schwebemodus mit LT. Achso, da kann ich eben Markierung setzen. Ja, wie komme ich hier wieder raus? Aber das ist geil mit dem A. Das ist echt Bombe. Da fliegt sich auch sehr, sehr safe. Das ist top. Aber das ist. Aha, okay, da habe ich was lokalisiert. Ich kenne mich aus. Es ist jetzt ein bisschen komisch, ich kann
Okay, nein, jetzt habe ich mich vertan. Ich dachte, jetzt habe ich mir was eingebildet, blöd gesagt. Und wie komme ich wieder zurück? Mit dieser Taste. Okay, top. Also war alles top. Das mit dem Adler haben sie echt geil gemacht, ja. Ich schwitze echt. Man merkt es an der Facecam, Wow. dass ich ein bisschen schwitze. Sorry. Mir ist auch sau heiß. Mir ist gerade jetzt aufgefallen im Augenwinkel. So. Okay, man muss auch da oben bleiben, dass man das hier. Ich sollte So. mich hier nicht erwischen lassen. Aha. Okay, ich bin jetzt trotzdem wieder in diesem Tempel, was Lasse. nichts. Geh, schnell. Wo ist Theremun? Ah, bei Amun. Er erlag seinen Wunden. Seine Familie wird ihn anständig begraben wollen. Es ist halt ein bisschen witzig. Ach so, okay. Jetzt hätte er da gar nicht hoch müssen. Es ist ein bisschen witzig, weil er gibt mit der Faust so quasi, wenn ich mich von hinten anschleiche, dem Gegner eins in den Nacken und der blutet. Mir kommt es irgendwie vor, als haben die da so. Also ist das derselbe Move, als würde ich quasi. Stirb endlich! Ja, fuck. Du bist kein Gegner. Du hättest fliehen sollen, als du noch konntest. Ja, kann ich. Ey! Hätte sie aufladen? Wir müssen Aufladen. aufholen. Da bist du. Ja, komm doch her. Gah! Ah, okay, das war. Ah, ich muss mich natürlich jetzt auch an die Steuerung Blöcksack gewöhnen. So, aufsitzen. XY. Ey, hör auf mich zu schießen, du Esel. Da ist einer. Der verteidigt, ja. Wer hätte das gedacht? Eine Spur? Bisher nicht. Wo muss ich überhaupt hin? Da hinten hin. Wo muss ich hin? Da hinten hin. Meine Fresse. Markierung setzen. Das ist jetzt ein langer Ritt, aber ich reite auf der Straße zurück. Das ist mal fix. Da muss man sich echt blöcksack, sich ein bisschen seine Wege auch Was? einprägen. Was? Du kannst nicht fliehen. Doch, kann ich Stirb, du schon. Wurm. Meinst, trifft er mich wieder? Das wäre jetzt interessant. Jetzt bin ich wieder safe. Ist ein bisschen komisch geschaltet, also gewöhnungsbedürftig. Es ist irgendwie, es fühlt sich anders an. Ja, ich muss definitiv zugeben, dieses Assassin's Creed fühlt sich anders an als die vorherigen Assassin's Creed, so dämlich es klingt. Und es ist auch seit sehr, sehr langem, dass die Oh. Leiche übrigens nicht runterfällt, ist auch ein Wunder. Seit sehr, sehr langem ein Assassin's Creed, was mal wieder ich auf dem PC spiele. Einfach aus dem Grund, weil ich sonst immer am PC zocke. Und ich dachte mir, hey, gönnst du mal wieder am PC, ja? So. Ah, hätte ich ja auch durchreiten. Ich mache jetzt. Jetzt bin ich mir sicher, wenn ich eine Schnellreise mache und die Leiche ist dann nicht an meinem Ort. Wie sollte das überhaupt Wow. funktionieren? Ja, das ist das Nächste. Kann ich hier nicht irgendwie schnell reiten? Drücke, um deine eigene Markierung. Das gefällt an ihnen. Ja, da reite ich selber. Weil ich habe das Gefühl, wenn man da irgendwie die Leute permanent anrempelt, man schnell Ärger bekommt, dass einem lieb ist. Ja, heul doch. Okay, wir sind am richtigen Weg. Es geht so auch. Es ist in Ordnung, wenn man mal ein bisschen durch die Gegend reitet und nicht gleich immer mit Schnellreise durchballert. Man lernt es so ein bisschen kennen. Es ist wie gesagt. Verschafft ihm mehr Zeit! Ich muss weiter! Oha, was ist hier los? Drei Positionen. Ey, ihr könnt mich aber am Arsch lecken, ne? Oh. Also, beende den Konflikt. Ich würde sagen, ich beende den Konflikt. Okay. So, jetzt greifen die mich an. Was für Trotteln. Es ist
Was? Was ist... Hä? Ey, nicht dein Ernst, oder? Jetzt bin ich wieder... Nein. Komm, das ist nicht... Das ist jetzt ein Witz, oder? Jetzt kann ich ohne Ernst... Also mit Ernst anscheinend. Alter, was? Ja, wenn ich hier unten vorbeireiten kann, ist ja wurscht. Dann kann ich damit leben, dann ist es nicht zu weit. Aber wieso mache ich das eigentlich so kompliziert? Ich habe ja doch diesen Vogel. Ja, eben. Das sind überall eben Wachen. Ist halt jetzt fraglich, ja, da muss ich hier unten... Nee, das kannst du knicken. Da muss man ja auch jetzt noch mit Taktik auch noch arbeiten. Den habe ich jetzt nicht gerechnet, um ehrlich zu sein. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Da muss ich mich hier durchfighten. Hier sind ja genug Gegner. Ja. Der da oben darf nicht mehr hier sein. Ah. Da kann ich Leder sammeln. Da kann ich das auch auskundschaften. Das muss ich auch machen. Was auch immer das für Viecher sind. Die werden gleich direkt mit Leder markiert. Ja. Es wäre ja blöd gesagt vom Symbolischen her, damit ich weiß, wo ich als nächstes hin muss, ist korrekt. Aber eigentlich müsste es eigentlich nur als Wildtier, wenn es markiert wäre, wäre es ja eigentlich schon besser nachvollziehbar. Weil so wird es ja, das ist eine Ziege. Jagd. Achso, ist das ein Krokodil? Natürlich ist es ein Krokodil. Nein, das sind so Hyänen. Okay, witzig. Ist ja wurscht, wir müssen trotzdem jetzt wieder außen rum. Wie weit kann ich eigentlich mit Senu, fliegen? Also wie weit weg von meiner Position? Das ist jetzt eine gute Frage, nämlich. Okay, dann reiten wir halt außen rum. Meiner Meinung nach wird das jetzt sonst nichts werden. Wenn wir da durch das Lager durchmarschieren, wie so ein Rambo. Ja, das könnte in die Hosen gehen. So, genau, wenn ich jetzt hier nochmal hoch... Ich glaube schon, dass ich jetzt von dieser Seite... Unser Major ist zurück! Ja. Ist das etwa dieser... Ne, da komm ich... Faules Dreckspack! Macht euch mal nützlich! Da komme ich auch schon in den Tempel, oder? Hier schießen sie zuerst und fragen dann. Oha, scheiße, Mann. Das kenne ich aber vom Trailer. Das ist der komische Tempel. Ich spüre auch schon die nächste Mission. Wieso schreien die so? Ich habe das doch schon so weit runtergedreht. Bitte, das gibt's doch gar nicht. Aber okay. So, gibt's jetzt wieder Aua auf die Hufen? Oh, das geht. Okay, witzig. Es ist ein bisschen langweilig jetzt vielleicht am Anfang, dieses Gereite und aber dass ich jetzt hier direkt drauf gehe, hätte ich auch nicht gedacht. Das war einfach jetzt zu plötzlich. Ich war komplett überfordert, um ehrlich zu sein. Okay, das ist natürlich scheiße, weil jetzt hier beim Eingang eine Wache steht. Ja, als ob der jetzt hier da oben am Wachturm oben ist. Was ist das für ein Dreck? Okay, die stehen da hinten. Wenn ich Glück habe, bin ich schnell und kann hier abhauen. Ohne, dass sie mich erwischen. Ja, natürlich. Mein Gott. Wow. Platzieren wir unser Pferd hier. Und schauen wir mal, was wir machen können. Ohne entdeckt zu werden. Probier's einfach. Diese Zone ist tabu. Ich probier's halt wirklich einfach mit Schleichen. Ich kann nichts anderes machen. So. Ich hoffe, dass sie... Ah, der geht weg. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Jawohl.
Sie haben nicht gesehen. Okay, einmal hier wieder aufgeladen, den Burschen. Dann steigen wir selber auf und hauen wieder ab hier. Das ging jetzt natürlich relativ einfach. Meine Fresse. So, jetzt müssen wir halt eben wieder den richtigen Weg reiten. Da sind wir vorher runtergehüpft mit unserem Pony. So, ja, kann ich hier durch den Busch. Sehr fein. Dann kürzen wir einfach nochmal hier ab, weil das hat schon auf der Karte so ausgesehen, als wäre das eine kleine Abkürzung. Anders muss ich so einen Bogen außenrum machen. Schauen wir mal, ob das jetzt besser funktioniert. Okay, diese Wachen tun mir so jetzt an sich nichts. Das ist ja schon mal positiv. Dass ich eine Leiche hinten oben habe am Pferd, ist anscheinend auch jeden wurscht. Aber ich bin einfach saucool. Ich habe ein Pferd, die alle haben Kamele. Da könnte schon dämlich glotzen. So, jetzt ist sicher hier wieder dieser Konflikt, ne? Was? Nein? Hä? Ich dachte, das ist jetzt irgendwie so Teil. Arbeitet zusammen! Wow. Ja. Alles klar. Du Ratte! Scheiße! Denn. Ja. Oh. Das ist wieder. Ich hab's mir fast gedacht, ja. Ich will jetzt echt hier nicht einen auf Klugscheißer machen oder so. Aber ich hab's mir fast gedacht, dass Kämpfen vom Pferd aus ein Dreck ist. Ich bringe traurige Kunde. Wo ist Isa? Sie liegt hier. Was ist das mit hier? Mit ihrem Sohn und ihrer Tochter. Die ganze Familie? Achso, leider. Weil hier mein Pferd steht. Auch Terimun scheint den Preis für seinen Leichtsinn bezahlt zu haben. Ich habe ihn gewarnt, dass Aufsässigkeit nur Qual und Leid über ihn bringen würde. Was ist passiert? Sie haben die Soldaten kommen sehen und sich im Keller versteckt. Aber die Soldaten brannten das Haus nieder, um ihnen eine Lektion zu erteilen. Tut mir leid. Leg die Leiche hier ab. So können sie gemeinsam in die Duat reisen. So viel okay. Tod in der Oase. Wir können sie nicht mal anständig begraben. So, wie nehme ich mir denn jetzt wieder den Typen? Es ist nicht deine Aufsässigkeit, die dich getötet hat, Zeni. Es war Ptolemäus' krankes Regime. Er ist ein schlechter Pharao. So, tragen. Ja, das haben wir schon gemerkt. Wissen Bescheid. Armer Teremon hat seinen Preis dafür bezahlt. Und hier gibt es ein Ritual oder was auch immer. Möchtest du Frieden finden, okay. Teremon? Quest abgeschlossen. Finden, als er hier hatte. Okay, ja. Ich fand diesen Monolog, wo sie gegenüberstanden, gerade vor ein paar Sekunden und geredet haben, ziemlich cool gestaltet, um ehrlich zu sein. Hier, hallo, bleib stehen. Das war halt einfach so, das hart wird ausgemerkt, ich bekomme so eine extra Ansicht, ja, und kann dem einfach lauschen. Und der steht halt da ganz cool in so einer Pose und quatscht halt mit dem Mann, was hier passiert ist. Na gut, Freunde, natürlich machen wir nicht jede Folge so mega lang wie die erste, aber die erste Folge, wisst Bescheid, das ist immer so bei einem Game, ne? Ansonsten, hier kommt auch schon wieder das, ich nenne es immer Senu, ich finde das cool. Auf Englisch drückt er, was ist mit mir los, Alter? Auf Englisch drückt er deinen Namen cool aus. Senu. Wir sind im Vorteil. Ihr braucht jetzt überhaupt nicht im Vorteil sein, ich will hier einfach nur... Wow. Was zum Teufel? Kann ich da auch im Vorbeireiten? Ha! Natürlich. Nice. Spring dir gleich über die Rauchschwaden. Ich hau jetzt einfach hier mal ab. So. Ja. Bin ein bisschen in den Busch und dann sind wir vielleicht hier auch safe. Da kommen auch schon die nächsten Wachen. Nun gut, ja. Ich will es nicht unnötig lang machen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, würde mich sehr, sehr freuen. Ansonsten oberhalb der Facecam abonnieren und links im Bild. Ich habe es einmal richtig geschafft. Wow. Kommt ihr zur ersten Folge. In diesem Sinne, schreibt mir mal einen Kommentar, was ihr bis jetzt hier von Assassin's Creed so denkt, von den ersten Minuten. Wie gesagt, es sieht und fühlt sich meiner Meinung nach etwas anders an. Wenn ihr es selber spielt, schreibt es mir auch mal, ansonsten ich bin raus. Tschüss, ciao und bye, bye.